Hallo und willkommen bei den Spezialisten für BMW Mercedes. Heute geht es um eine Navigationsnachrüstung bei diesem X3 F25 4 Facelift. Ich denke mal irgendwie 11er Baujahr. Dieses Fahrzeug hat eine sehr, sehr geile Basis. Deswegen rüsten wir auch bei dem Fahrzeug Navigation oder das große Navigationssystem nach. Wir haben relativ viele von solchen Fahrzeugen gehabt, wo wir ein Navi nachgerüstet haben. Einfach aus dem Grund, es gibt einfach wirklich sehr viele von diesen X3 Modellen, die wirklich eine geile Basis haben, wenig Kilometer, sonst eine gute Ausstattung wie der hier zum Beispiel mit M-Paket, aber halt kein Navi, keine Freisprechung, kein gar nichts. Und deswegen entscheiden sich relativ viele, die mit so einem Fahrzeug halt wirklich zufrieden sind, da auch entsprechend halt ein bisschen zu investieren und sich das große Navi oder halt das kleine Navi nachzurüsten. In dem Fall haben wir momentan das Professional Radio verbaut. Das ist halt ein Radio, aber halt mit einem Display. Ist eigentlich komplett sinnlos, denn dieses Radio hat noch nicht mal irgendwie Bluetooth, hat kein USB, hat kein gar nichts. Das heißt, hat nur ein Display, was im Endeffekt auch nie wirklich viel bringt. Das, was wir hier nachrüsten, ist das CEC Professional. Man könnte auch das NBT Professional nachrüsten. Also NBT ist das Navigationssystem ab dem Facelift, CEC ist das große Navigationssystem vor dem Facelift. Es ist nicht immer so ganz einfach, so ein System halt nachzurüsten. BMW an sich macht das nicht. Das ist ein Fahrzeug, was vom BMW-Vertragshändler zu uns geschickt wurde, weil der geht halt nach Dänemark und deswegen werden halt da einige Sachen halt nachgerüstet, weil so wie der jetzt ist, wollte der Kunde den nicht kaufen. Es ist halt immer schwierig, wenn man so ein Fahrzeug halt nicht vor Ort hat, zu sagen, was so eine Nachrüstung kostet. Denn es ist halt von vielen Faktoren abhängig. Man muss halt sehen, was an dem Fahrzeug selber verbaut ist. In diesem Fall zum Beispiel haben wir die Problematik, es gibt im Fahrzeug ein Hauptsteuergerät, nennt sich ZGW, beziehungsweise das Central Gateway. Das ist ein Steuergerät, zu dem laufen alle verschiedenen Kommunikationsleitungen des Fahrzeugs zusammen und dieses kleine Steuergerät hier übersetzt das entsprechend halt. Ne? Das heißt, denn zum Beispiel Motor oder der Antriebsstrang hat einen eigenen CAN-Bus mit einer eigenen Geschwindigkeit. Der CAN-Bus zum Beispiel vom Fahrwerk hat eine andere Geschwindigkeit oder zum Beispiel der Innenraum-CAN-Bus. Ne? Damit die sich alle verstehen und diese ganzen Daten auf dem Bus sozusagen irgendwie zur Verfügung stehen, müssen diese ganzen Kommunikationen bis andere Sprachen halt übersetzt werden, damit sie sich, wie gesagt, verstehen. Problem ist folgendes, wenn so ein Fahrzeug wie das kein Navi hatte, dann haben wir die Problematik, dass hier die Lichtleiterverkabelung fehlt. Ne? Das heißt, wir haben einfach keinen Lichtleiter da und das ist halt natürlich doof, ne? Weil so ein Navi, das große Navi zumindest, funktioniert über das Lichtleiter und wird auch über Lichtleiter aktiviert. Ne? Das heißt, die Aktivierung von dem Navigationssystem läuft über Lichtleiter, aber zur Aktivierung komme ich ein bisschen später. Wie gesagt, in dem Fall haben wir so ein ZGW verbaut gehabt, das heißt, wir haben hier die CAN-Busse, aber uns fehlt hier die Schnittstelle für Lichtleiter. Das, was hier rein muss, ist so ein ZGW mit Lichtleiter. So ein ZGW alleine kostet 300 Euro. 300 irgendwas, schieß mich tot. Das muss man halt alles sozusagen vorher halt berechnen und auch klar sein, was halt Sache ist. Weil das kann man leider nicht anhand der Frage schon mal vorher sehen. Das heißt, Auto muss hierher. Dann kommt halt die Frage mit dem Navi. Man muss natürlich auch bei dem Navigationssystem halt aufpassen, dass man ein System nimmt, was auch zu diesem Fahrzeug passt. Und da gibt es halt auch nicht so viele. Natürlich gibt es viele CEC, X3 und so weiter, aber man muss halt auch eins finden, was auch zu diesem Fahrzeug passt und entsprechend auch zum ZGW. Außerdem ist die Problematik, man muss natürlich auch ein ZGW, ein CEC finden, was auch irgendwie vom vernünftigen Verkäufer verkauft wird. Deswegen, wir kaufen die Geräte bei eBay gar nicht an. Wir haben da einfach verschiedene sozusagen Firmen, die halt Testfahrzeuge von BMW oder Mercedes halt schlachten und von denen kaufen wir die Systeme halt an. Natürlich sind die halt relativ teuer im Vergleich zu diesen Systemen, die zum Beispiel bei eBay im Ausland verkauft werden. Aber wie gesagt, das Risiko wollen wir nicht eingehen, weil uns und euch wahrscheinlich auch ist klar, dass woher diese ganzen Geräte halt herkommen. Deswegen mit sowas wollen wir halt nicht zu tun haben. Wenn wir hier zum Beispiel halt CEC nachrüsten, muss uns auch klar sein, zum Beispiel das Tacho, was hier verbaut ist, ist von einem Radio. Ne? Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel CEC nachrüsten, ist bei dem CEC sozusagen, funktioniert das etwas alles anders. Das heißt, wenn wir zum Beispiel, sagen wir, ein Lied oder einen Radiosender oder eine Telefonnummer uns auswählen wollen, ne, dann benutzen wir hier die Knöpfe am Lenkrad. Wir drehen das hier, ne, also wenn ihr das mal gesehen habt, ihr dreht das und im Tacho zeigt er euch an sozusagen die Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel das Lied vorher, das Lied nachher, das Lied jetzt oder eine Telefonnummer zum Beispiel. Und dann drückt ihr den Knopf und dann wählt ihr halt aus. Das heißt, normalerweise, wenn man es genau nehmen würde, müsste man das Tacho halt tauschen. Der Kunde wollte das nicht. Wir haben für solche Fälle Tachos auch immer da. Weil, wie gesagt, wenn man das wirklich hundertprozentig haben möchte, muss auch ein anderes Tacho rein, dass man auch wirklich ein größeres Display hat und diese Möglichkeit hat. So sieht das Fahrzeug von innen aus. Also ihr seht den kleinen Monitor.
Wir haben sogar einen Controller, wo halt irgendwie Navi auch draufsteht, ist natürlich auch nicht dran. Aber wie gesagt, das ist momentan Status Quo, wie das jetzt alles aussieht mit dem kleinen Monitor ohne Navigation. Das wird halt alles später anders aussehen, werdet ihr aber halt nochmal genau sehen, wie das genau aussieht und wie das halt funktioniert. Ich habe fast vergessen, euch das Ergebnis zu zeigen. Kunde kommt gleich, deswegen machen wir relativ schnell. Also, beim Fahrzeug wurde jetzt alles nachgerüstet. Wir haben das Navi nachgerüstet, das große Professional Navi, Monitor, Rechner, eingereicht, alles neu. Aktuelle Karten sind auch drauf. Wenn man möchte, kann man das Tacho mittauschen, damit man im Tacho auch das Display hat für das Navigationssystem. Momentan ist im Tacho halt das Display nicht vorhanden, ist natürlich klar, hatte ich euch damals schon gesagt. Was ist wichtig zu beachten bei dem Navigationssystem? Es ist wichtig zu beachten, wie man so ein Navi aktiviert. Es gibt drei Möglichkeiten, dieses Navigationssystem zum Laufen zu kriegen. Eine Option ist ein Filter. Man kann einen MOS-Filter verbauen. Der MOS-Filter funktioniert so, dass das Navi seine alte Farbe schon mal behält. Und der MOS-Filter macht das im Endeffekt, er gaukelt den Navi vor, er ist in dem Fahrzeug, wo er letztendlich herkam. So. Zweite Option, man kann über Skript aktivieren. Nochmal kurz zur ersten Option. Die erste Option ist relativ teuer. Das heißt, so ein Filter kostet zwischen 350 bis 450 Euro, je nachdem, welchen man halt benutzen möchte. Es gibt gute, es gibt schlechte, es gibt auch billige. Aber wie gesagt, so muss man ungefähr rechnen. Die zweite Option, die ist halt sehr günstig, das ist die Skriptaktivierung. Das heißt, man legt auf das Navi eine Software rauf, dass das Navi im Endeffekt nicht mehr nachfragt, ob es aktiviert ist oder halt nicht. Der große Nachteil bei diesem System ist einfach, dass dieses System ist nicht updatefähig. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel ein Kartenupdate bei dem Navi machen wollt, dann habt ihr ein großes Problem. Ihr könnt zwar Freischaltcodes eingeben, wie so viel ihr wollt, das wird nicht funktionieren. Denn, wie gesagt, das ist halt das große Manko, ist aber sehr günstig. Das heißt, die Skriptaktivierung findet man mittlerweile fast auch kostenlos im Internet, beziehungsweise Programme, die das halt machen, ist nicht so eine geile Option. Die andere Option, was man halt auch machen kann, man kann in das Navigationssystem beziehungsweise ins Fahrzeug einen originalen Freischaltcode laden. Das heißt, so ein Navigationssystem ist vom Werk über einen Freischaltcode aktiviert. Denn über diesen Freischaltcode weiß zum Beispiel das Navi, was habe ich alles für sozusagen Ausstattung. Habe ich zum Beispiel jetzt Apps, habe ich zum Beispiel Sachen wie Internet, habe ich zum Beispiel Sprachsteuerung. Diese ganzen Sachen wird über einen Freischaltcode geregelt. Wenn ihr zum Beispiel zu BMW fahrt und sagt, Jungs, ich möchte gerne Navi nachrüsten, wie gesagt, könnt ihr euch leider nicht helfen, weil die können diesen Freischaltcode nicht neu berechnen. Es gibt aber Firmen, die sowas machen können. Das heißt, der Freischaltcode wird aufs Navi geladen. Der große Vorteil von diesem System ist, das Fahrzeug oder das Navigationssystem kann neue Karten bekommen. Ne? Das ist halt wirklich geil. In diesem Navigationssystem wird halt auch entsprechend halt alles so angepasst, wie es sein soll. Das heißt, Navi bekommt eure eigene Fahrgestellnummer und entsprechend ist dann fast wie, als ob das vom Werk gewesen ist. Außerdem muss man halt durchgucken, wie viel Mühe will man sich überhaupt machen. Ne? Zum Beispiel die GPS-Antenne. Bei dem X3 verbauen wir die GPS-Antenne immer halt vorne im Motorraum. Weil wenn wir die im Innenraum verbauen, ist der Empfang einfach scheiße. Ne? Und wenn zum Beispiel so ein Kunde wie der nach Dänemark fährt, wollen wir so ein Risiko halt nicht eingehen. Das ist natürlich viel Mühe, ist halt wirklich sehr aufwendig, komplett von vorne nach hinten, sozusagen von hier nach vorne zu ziehen. Aber wenn man da schon entsprechend halt rangeht, dann muss man halt da die Arbeit auch vernünftig machen. Deswegen für euch einfach nur zu verstehen, es gibt verschiedene Preise und die verschiedenen Preise nicht einfach so, weil die einen gierig sind und die anderen halt Samariter, sondern es ist einfach so, wie man die Arbeit macht. Welche Geräte verwendet man, die irgendwie die Herkunft unbekannt ist? Verwendet man Geräte, die jetzt, wo man weiß, wo die herkommen? Wie aktiviert man so ein Navigationssystem? Wie verbaut man die Sachen? Wo verbaut man die Antenne? Davon sind halt entsprechend die Preise halt abhängig, deswegen auch für euch einfach, nicht alles ist gleich, hinterfragt, wenn ihr so eine Nachrüstung halt haben möchtet, wo denn sozusagen wie was gemacht wird, damit ihr einfach für euch wisst, damit ihr nicht einfach denkt, ihr habt zu viel oder zu wenig bezahlt, damit ihr einfach wisst, was Sache ist und entsprechend vernünftig informiert seid. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Kommentare in die oder gerne Fragen in die Kommentare. Wenn ihr Interesse an sowas habt, schickt uns am besten eine Fahrgestellnummer zu dem Fahrzeug. Aber wir müssen immer trotzdem das Auto hier vor Ort sehen, um genau zu sagen, was sowas halt genau kostet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.